Herzlich willkommen zurück zum Deutschen Wirtschaftsforum Digital. Wir machen weiter mit dem Thema Verantwortung. Nachhaltiges Wirtschaften als Antwort auf globale Herausforderungen ist der Titel der Session, die nun beginnt. Und zu Gast ist der Entwicklungshilfeminister Herr Müller. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Und das Hilfe streichen wir, denn ich bin der Entwicklungsminister. Hilfe war gestern. Sie haben das Ministerium in Ihren Amtszeiten tatsächlich deutlich verändert. Sie haben auch den Zugang zum Thema deutlich verändert. Und der vielleicht eindrucksvollste Ausdruck des Ganzen sind die zwei großen Initiativen, die Sie auf den Weg gebracht haben. Das sind die beiden Themen, über die wir heute auch gerne sprechen wollten. Das ist zum einen der grüne Knopf, das Siegel, und zum anderen natürlich auch das Lieferkettengesetz, das in diesem Jahr verabschiedet worden ist. Welches dieser beiden Projekte war für Ihr Wohlfühlen mit der Arbeit im Ministerium für Sie am entscheidendsten? Ja, das eine greift das andere ein. Vor nun fast 8 Jahren war dieser Weckruf Rana Plaza, 1100 Frauen unter den Trümmern. Ich war wenige Monate später dort, habe Überlebende getroffen. Eine Produktion unter Missachtung aller Standards. Brandschutz, Arbeitsschutz, Sozial-Ökostandards, wie wir sie in Europa kennen. Aber es haben europäische Firmen dort produziert. Das war für mich Anstoß zu sagen, wir müssen das ändern. Und jetzt, 7 Jahre danach, haben wir diesen entscheidenden Schritt gemacht. Das deutsche Lieferkettengesetz ist ein Meilenstein. Globale Produktion gerechter, nachhaltiger umzusetzen. Ist das Gesetz auch die Idee, dass bei der Globalisierung nicht nur die Erträge und die Zusammenhänge global gedacht werden, sondern auch die Verantwortung zwischen den Produktionsstätten und den Endnutzern, dass es da Kontinuitäten gibt? Ja, man muss den interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern einmal klar machen, vielleicht nochmal zu überlegen, hinter jedem Produkt, das sie kaufen oder benutzen, stecken Menschen in der Produktion und eine Umwelt, aus der die Produkte kommen oder hergestellt werden und die sie belasten. Und es kann nicht so sein, dass wir in Deutschland, in Europa, Produktion externalisieren. Das heißt, wir verlagern die Produktion in ferne Länder, beispielsweise in der Textilproduktion, und unterlaufen dort alle Standards, die für uns in Europa oder in Deutschland selbstverständlich sind. Ich habe zum Beispiel Lederwarenproduktion gesehen in Gerbereien ohne Kläranlagen. Ist in Deutschland, in Europa absolut unmöglich. Aber das Leder für unsere Schuhe wird genau dort produziert. Und in der Textilproduktion und in vielen Lieferketten, also Lieferketten, vieles, was bei uns als fertiges Produkt dann verkauft wird, beginnt in seinem Zirkel in der Produktion in Entwicklungsländern. Und dieses Lieferkettengesetz setzt darauf ab, dass wir Mindeststandards im Sozialen und im Ökologischen auch in den Entwicklungsländern umsetzen. Das ist ja schon ein Paradigmenwechsel, der da vorgenommen wird. Das ist bisher so nicht gang und gäbe gewesen. Und dadurch entstand ja auch so eine Art Wettbewerb um die niedrigeren Standards sozusagen. Ist dieses Lieferkettengesetz quasi auch eine Antwort zu sagen, wir können die Umweltverschmutzung, die wir selbst nicht haben wollen, nicht an andere, die nicht die gleiche Wirtschaftskraft und vielleicht nicht die gleiche Verhandlungsmacht haben, an die outsourcen? Das ist der entscheidende Punkt. Wir können nicht das 19. Jahrhundert in Europa, die Textilproduktion, wie sie damals bei uns stattgefunden hat, einfach verlagern in ferne Länder. Sozusagen die Augen schließen vor dem, was mit Umwelt, Mensch und Natur passiert. Auch mit den vielen Kindern, Millionen von Kindern, die für uns arbeiten. Es gibt Untersuchungen, dass ein Durchschnittsdeutscher, so wie er lebt und konsumiert, 50 Sklavinnen und Sklaven beschäftigt. Also wenn man unter Sklaven versteht, Lohnsklaven, die kaum Rechte haben, ausgebeutet werden. Denn das fängt in der Früh an, wenn wir unsere Tasse Kaffee trinken. Die Bohnen kommen von Plantagen, wo Hunderttausende von Kindern arbeiten. Warum arbeiten Kinder? Kinder arbeiten, weil die Eltern nicht den ausreichenden Lohn pro Stunde bekommen, um damit ein Familieneinkommen zu gerieren, das ausreicht.
ohne Kinderarbeit. Kinder gehören in die Schule, nicht auf Kaffeeplantagen oder in Goldminen oder in Steinbrüche. Und auch das wird mit diesem Lieferkettengesetz verändert. Ich freue mich darüber, das ist ein Durchbruch, aber ich will ganz klar sagen, viele, viele, viele deutsche Firmen sind viel weiter wie die Verbände, die harten Widerstand dagegen geleistet haben. Es gibt keine Firma, die bei mir war und sagt, wir haben noch Kinderarbeit in der Produktionslinie. Also das wäre ja auch schändlich. Und das kann sich auch keine Marke wirklich leisten. Das heißt, wir sprechen auch bei denjenigen, die davon betroffen werden, nicht vom Gros der Unternehmen, sondern wir sprechen im Grunde genommen nur davon, dass eine Lücke geschlossen wird und die schwarzen Schafe eben nicht mehr auf diesem Markt in der bisherigen Form teilnehmen können. Ja, genau. Die Ausreißer müssen raus aus dem Markt und damit ist es auch ein Stück Wettbewerb und Fairness. Die, die nachhaltig produzieren, diese Standards umsetzen dürfen, nicht die Dummen sein und Nachteile haben. Und ich sage im Übrigen, das ist ja auch an Mittelständler gerichtet, wir haben Augenmaß bewahrt, das ist ein Kompromiss. Die einen wollten viel mehr, zum Beispiel die zivile Haftung, und die anderen wollten weniger. Wir haben ein Gesetz, das ist wirksam, das ist ein Vorbild für eine europäische Regelung, eine Blaupause, aber es überfordert die deutsche Wirtschaft nicht. Wir haben eine Mittelstandskomponente in der Abstufung der Verantwortungsebenen. Umso weiter weg die Zulieferer sind, umso weniger kann von der Firma dann auch erwartet werden. Also es gibt diese abgestufte Verantwortung zwischen mittelbaren und unmittelbaren Zulieferern. Und wir steigen ein im ersten Schritt mit 3.000, ist die Betriebsgröße. Das betrifft in etwa 700 deutsche Unternehmen, um dann im nächsten Stufe auf 1.000 zu gehen. Also das ist machbar und der Mittelstand braucht keine Sorge haben. Wir haben darauf geachtet, dass es umsetzbar und machbar ist. Sie haben trotzdem gerade erwähnt, dass die Verbände zum Teil recht harsch reagiert haben. Was waren deren Sorgen denn? Wo kamen die her? Ich nenne Ihnen mal ein eklatantes Beispiel. Als Rana Plaza das dramatische Unglück, ich das Deutsche Textilbündnis gegründet habe und sich dem 50% des deutschen Textilhandels angeschlossen haben, die von sich aus gesagt haben, jawohl, wir wollen unsere Lieferketten zertifizieren, Arbeitsschutz, Brandschutz umsetzen, auch wenn wir in Äthiopien und Bangladesch produzieren, dann hat der zuständige Verbandsgeschäftsführer von einer Schnapsidee gesprochen. Und da ist er bis heute dabei geblieben. Das sind Verbandsgeschäftsführer, die eine Ordnung aufrechterhalten wollen, die von gestern ist. Die Firmen sind längst viel, viel weiter. Ich freue mich sehr, beim Textilbündnis machen 50% freiwillig mit. Aber das ist zugleich auch ein gutes oder schlechtes Beispiel dafür. 50% machen halt nicht auf der Basis Appelle und Freiwilligkeit mit. Und deshalb bedarf es einer gesetzlichen Grundlage. Ist das Label, ich hatte es vorhin schon erwähnt, der grüne Knopf, quasi eine Art Zwischenschritt zwischen diesen beiden politischen Ansätzen zu sagen, wir haben ein Bündnis, das ist freiwillig und als nächstes setzen wir quasi ein Anreizschema, was ja mit Siegeln klassisch so gedacht ist. Ja, und wenn das nicht funktioniert, dann kommt das Gesetz obendrauf. Das Hauptargument bei jeder Innovation, weil auch bei diesem Lieferkettengesetz war, das geht nicht. Wie soll das gehen? Ich als Unternehmer in Deutschland, meine Lieferketten bis nach Bangladesch oder Äthiopien zu verfolgen. Textil, wurde mir gesagt, das sind die differenziertesten Lieferketten schlechthin. Und daraufhin war meine Antwort, ich zeige euch, wie es geht. Es gibt nämlich seit vielen Jahren Pioniere. Ich nenne mal Frau von Dewitz, VD. Für die, die Pioniere sind, mache ich auch Werbung. Ich habe selber eine Outdoor-Hose. Und Frau von Dewitz hat mir das gezeigt. Sie ist seit 20 Jahren, hat sie ihre Lieferketten zertifiziert. Daraufhin haben wir den grünen Knopf als das Vorzeigesiegel für nachhaltige Produktion im Textilbereich staatlich zertifiziert umgesetzt. Zwischenzeitlich machen 65 Firmen mit. Dieses Siegel ist
am Markt und der Kunde kann danach kaufen und weiß, diese Hose, dieser Anzug, da bin ich auf der absolut sicheren Seite. Das machen kleine und große Firmen. Das macht Tchibo, das macht Otto, das macht VD, das macht Hess. Und das war der Beweis, es geht. All diejenigen, die sagen, ich kann eine Lieferkette nicht zertifizieren, die leben im letzten Jahrhundert, die haben nie was von Blockchain gehört. Und ganz aktuell war ich vor wenigen Wochen in Sierra Leone, das ist das ärmste Land der Welt. Und dann sagt mir der Wirtschaftsminister, ich habe von Ihrem Lieferkettengesetz gehört, sage ich, wie bitte? Sierra Leone ist ja für das Thema, in Anführungszeichen, Blutdiamanten und Gold, wo wir ja auch zum Teil größte Probleme haben, Kinder beschäftigt sind und schwierige Verhältnisse. Er führt mich in die staatliche Zertifizierungsanstalt und zeigt mir, wie heute Diamanten und Gold zertifiziert sozusagen einen Fußabdruck genommen wird. Wenn Sie heute in Berlin einen Ring, wie ich hier habe, oder eine Kette mit Diamant besetzt oder Gold einkaufen, kann Ihnen gesagt werden, aus welcher Mine Sierra Leones dieser Diamant oder diese Goldkette kommt und unter welchen Bedingungen. Also im Zeitalter der Digitalisierung und Blockchain ist es sogar bis hinein in die ärmsten Länder der Welt möglich. Also, wer sagt, das geht nicht, der will einfach nicht. Und als Entwicklungsminister, wenn ich das sagen darf, hat es für mich eine zentrale Bedeutung, Handel fair zu gestalten, weil das den größten Effekt der Wertschöpfung in den armen Ländern, in den Produktionsländern hat. Wenn faire Preise bei Löhnen bezahlt wird für die Produkte, ob es Kaffee ist, Kakao, Baumwolle, Gold, Mineralien, das schafft Wertschöpfung in diesen Ländern, Arbeitsplätze und Zukunft. Und deshalb bin ich so dahinter her. Das eine ist das Thema Einhaltung der Menschenrechte, aber damit wird ein Wertschöpfungstransfer von Reich zu Arm und damit Zukunft für diese Menschen geschaffen. So wie Sie vorhin die Ausgangslage skizziert haben, also mit diesem tragischen Unglück und auch mit den Produktionsbedingungen, die man in Europa nie dulden würde, schien mir der Handlungsbedarf total einleuchtend. Dann haben Sie erklärt, dass die Verbände nicht durchweg sofort begeistert waren. Wie ist denn die Rückmeldung aus der Branche heute? Ist es quasi auch gelernt worden zu sagen, wir müssen diese fairen Regeln weltweit durchsetzen? Also wichtig wäre natürlich, dass der Markt reagiert, sprich die Kunden, Verbraucherinnen und Verbraucher nachfragen und auch der Konsum auf nachhaltige Produkte umsteuert. Dann reagieren auch die Firmen sofort. Aber es zeigt sich, dass wer nachhaltig produziert, auch in Zukunft am Markt einen Vorteil hat. Die Krise hat gezeigt, dass Lieferketten dort zusammengebrochen sind, wo nicht zertifizierte nachhaltige Standards galten. Also wo man seine Lieferanten nicht kannte und nicht langfristige Beziehungen aufgebaut hat. Da sind am ehesten dann die Produktketten zusammengebrochen. Nachhaltigkeit ist in Zukunft eine Marke, die sich auch für die Firmen auszahlen wird. Und das ist der Megatrend dieser Zeit, weil immer mehr Menschen auch das Bewusstsein haben, ich kann meinen Wohlstand nicht auf dem Rücken von Kindern in Afrika oder der Natur in fernen Ländern der Welt leben. Und das ist die Antwort der reichen Länder, zur Entwicklung in den ärmeren Ländern ihren Beitrag zu leisten. Sie haben gerade von den Besuchen Sierra Leone erzählt. Kommen dann auch andere auf Sie zu und sagen, wie haben Sie das quasi von der Policy-Seite aufgezogen? Wie sind Sie mit den Problemen umgegangen? Wie haben Sie eine Regelung gefunden, die, wie Sie auch sagten, den Mittelstand auch mitnehmen möchte, um ähnliche Gesetze auch in anderen Ländern einzuführen und da vielleicht auch die Sorge der deutschen Unternehmerinnen und Unternehmer zu nehmen, dass man quasi als Einzige mit dieser Last überfrachtet wird und alle anderen machen einfach weiter wie bisher? Also wichtig, ich hatte natürlich die Unterstützung der Kanzlerin und dann eine starke Koalition mit Hubertus Heil und starke Unterstützer aus der Zivilgesellschaft, von den Kirchen bis zum DGB.
Nur so war es möglich, sage ich mal, dem Gegendruck standzuhalten und das Gesetz auf den Weg zu bringen. Ich denke, in ein, zwei Jahren redet darüber niemand mehr, sondern wir werden die nächste Stufe gehen mit einer europäischen Regelung. Und es werden sich immer mehr Firmen anschließen, denn jeder möchte dieses Siegel nachhaltige Produktion. Und ich glaube auch, die Kundinnen und Kunden, Verbraucher werden reagieren und nach nachhaltiger Produktion fragen. Gleichzeitig ist dafür natürlich ein Ding notwendig, was Sie auch vorhin schon gemacht haben, nämlich man muss erstmal Bewusstsein dafür schaffen, welchen Schaden wir in der westlichen Welt mit unserem Konsum anrichten, den wir selber gar nicht sehen. Die Rolle des Spielverderbers, der quasi allen immer sagt, sowas wie viel Kinderarbeit findet statt, wie viel Sklavenarbeit steckt in unseren Produkten drin, liegt Ihnen das oder ist es das eigentlich, dass Sie merken, so, das ist keine dankbare Rolle? Das ist meine Aufgabe. Ich bin deutscher Entwicklungsminister und unser Ziel muss sein, eine Welt ohne Hunger zu schaffen. Armut und Not in den Entwicklungsländern, die ja bevölkerungsmäßig immer mehr wachsen, zu beenden, unseren Beitrag dazu zu leisten. Und ich sage, eine Welt ohne Hunger ist möglich, aber nur, wenn wir Gerechtigkeit und Fairness walten lassen. Eine Welt ohne Hunger ist möglich. Jetzt denken Sie mal über diese Aussage nach. Und warum schaffen wir nicht eine Bewegung, die dieses Thema auf Tagesordnungspunkt 1 in der Weltagenda setzt? Wir könnten mit fairen Lieferketten, mit fairem Welthandel eine Welt ohne Hunger schaffen, wenn wir es wollen. Es fehlt der politische Wille. Es gibt eigentlich keine größere Mission, als Kinder und Arme und Notleidende eine Zukunftsperspektive zu ermöglichen. Und wir müssen von unserem Reichtum ja so gut wie nichts abgeben. Und da stelle ich mir manchmal die Frage, warum überzeugt dieses Argument nicht viel stärker, sich zu engagieren? Wir müssen sehen, Gerechtigkeit, Globalisierung gerecht zu gestalten. Der Handel schafft Zukunft in einer globalen Welt. In den letzten 20 Jahren wurden Hunderte von Millionen von Menschen in den Entwicklungsländern, vor allem in Asien, durch Handel mit Europa, mit der freien Welt, aus absoluter Armut entwickelt. Und diesen Schritt müssen wir auch mit den Afrikanern schaffen, mit Afrika. Aber nicht Handel, der Ausbeutung von Mensch und Natur bedeutet, sondern auf der Basis von Standards, faire Löhne, einkommenssichernde Löhne für die Arbeiterinnen und Arbeiter und faire ökologische Standards, nicht zulasten der Umwelt. Und dann können wir Globalisierung gerecht gestalten. Und das ist mein Ansatz als Entwicklungsminister. Eine Welt ohne Hunger ist möglich. Wie gewaltig die Herausforderungen am Arbeitsmarkt sind, das zeigt Afrika, wo ich einen besonderen Schwerpunkt setze. Jedes Jahr kommen aufgrund des Bevölkerungswachstums 20 Millionen Jugendliche in Afrika auf den Arbeitsmarkt, brauchen Arbeit. Der Kontinent verdoppelt sich bis 2050 bevölkerungsmäßig. Wenn wir darauf keine Antwort finden, auch als Europäer in der Zusammenarbeit mit den Afrikanern, wird dies zu gewaltigen Konsequenzen führen. Das kann sich jeder vorstellen. Bei einer Verdoppelung der Bevölkerung ohne die entsprechenden Arbeitsplätze für die Jugend Afrikas wird es zu Aggressionen, zu Konflikten, zu Bürgerkriegen und zu Fluchtbewegungen kommen. Aber ich sage noch einmal, wir können und wir müssen dazu beitragen, Industrialisierung, Elektrifizierung, Energie in diesen Ländern zu entwickeln. All dazu haben wir das Know-how, die Technologie, wir die Europäer, und es schafft Win-Win-Situationen. Das muss die deutsche Wirtschaft verstehen. Und sie sollte sich von der Asien-Orientierung auf eine stärkere Afrika-Fokussierung entwickeln. Denn das ist der Wachstumskontinent der Zukunft, bevölkerungsmäßig und von der wirtschaftlichen Seite. Ich möchte einen Schlusspunkt dazu sagen. Denken Sie darüber nach. Jeden Monat entsteht auf dem afrikanischen Kontinent die Infrastruktur von New York,
Jedes Jahr vergrößert sich der Kontinent um 60 Millionen Menschen. Die brauchen Infrastruktur, Energie, Straßen, Gesundheit, Schulen. Und das schafft Zukunft. Hier sollte Deutschland und Europa mit dabei sein. Aber noch mal kurz zu der Frage zurück von vorhin. Rufen denn Ihre Amtskolleginnen und Amtskollegen aus, weiß ich nicht, Frankreich, Portugal und Großbritannien an und sagen so, das hier ist ein entscheidender Punkt, da machen wir mit? Ja, die Niederländer, die Franzosen haben ein Stück weit ein ähnliches Gesetz. Wir gehen weiter. In der Schweiz gab es vor einigen Monaten eine Volksabstimmung, die knapp dafür war, aber die Mehrheit der Kantone war dagegen. Und in Brüssel gibt es bereits einen ersten Entwurf einer europäischen Richtlinie. Das deutsche Gesetz kann und wird die Blaupause für eine europäische Regelung sein. Und das ist gut so, auch unter Wettbewerbsgesichtspunkten. Ich würde noch mal gerne auf den grünen Knopf zurück, weil ich es interessant finde. Das war ja im Grunde der Versuch zu sagen, dass man diejenigen, die schon sich nach entsprechenden Regeln verhalten, dass man die herausstellt, kommunikativ, und den Kundinnen und Kunden die Möglichkeit gibt zu sagen, ich entscheide mich bewusst für das bessere Produkt. Üblicherweise werden ja diese Siegel nicht staatlicherseits vergeben. Klassischerweise ist es aber auch so, dass einer der Nachteile der Siegel ist, dass sich manche Hersteller in einer bestimmten Größenordnung die Siegel gar nicht leisten können. War das die Idee zu sagen, wir bieten es als staatliche Leistung bereit, damit alle daran teilhaben können, die die Kriterien erfüllen? Ja, das war die Idee. Und wo der Bundesadler draufsteht, steckt auch Wahrheit drin. Das sage ich als Minister. Das heißt, wir garantieren diese Standards für die Kundinnen und Kunden, die Verbraucher. Und das ist wichtig. Aber es muss natürlich auch dann im Markt zünden. Und da ist halt Anspruch und Wirklichkeit noch nicht ganz beieinander. Also Nachhaltigkeit ist der große Trend. Ich kaufe fair, sagen viele. Aber in der Realität schaut es leider noch anders aus. Aber ich erwarte hier eine Entwicklung wie vor 25 Jahren bei der Biowelle bei Lebensmitteln. Damals eine Nische und heute zentral in den Märkten. So ist der grüne Knopf sozusagen heute eine Nische, aber der Anfang und morgen wird das, da bin ich sicher, zentral die Märkte beherrschen. Sie haben es gerade auch in einem Nebensatz so erwähnt, dass das Lieferkettengesetz natürlich auch nur möglich war, weil es breite Unterstützung aus der Zivilgesellschaft gab und eine enge Zusammenarbeit mit dem Arbeitsministerium. Haben Sie das Ministerium, so wie es heute funktioniert, auch ein bisschen aus diesem, ich sage es mal überspitzt, Brunnenbauer-Image rausgeholt und viel deutlicher zwischen Wirtschaftsministerium und Umweltministerium platziert, wo es inhaltlicherweise ja hingehört? Ich entschuldige mich, ich habe es ja beim Einleitungssatz korrigiert, Entwicklungshilfeminister. Leider werde ich von den meisten Kollegen auch noch so bezeichnet. Aber unsere Partnerländer brauchen nicht Charity. Die Zeit ist vorbei. Sie haben ihr Ziel, ihren Plan. Sie brauchen wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und das heißt Schaffung von Arbeitsplätzen auf der Basis solider Grundlagen. Investitionen in die Zukunft. Und das ist die Mega-Aufgabe. Und da hat Deutschland so viel zu bieten. Ich sage es nochmal, der größte Bedarf ist, in den nächsten 5 Jahren Energie für alle zu schaffen, Elektrizität. In Afrika haben immer noch 500 Millionen keinen Zugang zur Elektrizität. Das lässt sich aber innerhalb kurzer Zeit heute lösen. Denn die Sonne Saharas, der Sahara-Wüste, aber auch anderer Wüsten dort, bietet uns mit der modernen Solartechnologie heute die Möglichkeit, die Kilowattstunde für 2 Cent zu produzieren. Das Stichwort Wasserstoff, Methanolproduktion in aller Munde in Deutschland. Aber Deutschland hat gar nicht die Sonne, die grüne Energie. Die Afrikaner haben diese Energie. Wir starten deshalb mit Marokko die erste großtechnische Produktionsanlage von Wasserstoff. Das schafft Arbeitsplätze bei unseren Ingenieurbüros. Technologie kommt aus Deutschland und schafft Zukunft, Arbeitsplätze und Energiezugang jetzt zum Beispiel in Marokko.
Und das lässt sich hundertfach, tausendfach auf dem afrikanischen Kontinent vervielfältigen, umsetzen. Und nach der Energie kommt die Industrialisierung. Ich habe eben gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen in Togo einen Industriepark eingeweiht. Industriepark. 30.000 Arbeitsplätze entstehen dort innerhalb der nächsten 3 Jahre durch Investitionen, die aus Indien, China und aus Deutschland kommen. Ich habe eine pharmazeutische Produktionsindustrie besucht und ich durfte den Startschuss geben für eine Covid-Vaccin-Produktion im Senegal. Wo? Ja, im Senegal. Dort gibt es Wissenschaftler auf höchstem Niveau im Institut Pasteur. Und Mitte des nächsten Jahres wird Afrika, Made in Africa, Vakzine produzieren. Und es zeigt, diese Länder haben längst aufgeholt. Natürlich gibt es da Schatten und Licht. Aber wir müssen auch verstehen, allein Afrika ist 100-mal so groß wie Deutschland. Und das ist die Chance und auch die Möglichkeit, auch für deutsche Mittelständler, wenn ich das am Schluss sagen darf. Wir haben dazu auch Programme aufgelegt und aufrufen dazu. Also Investitionsförderprogramme für kleine und mittelständische deutsche Unternehmen, die Risikoabsicherung für Investments verbessert, die sogenannten Hermes-Bürgschaften und so weiter. Also Sie sehen, wir investieren in wirtschaftliche Zusammenarbeit und Aufbau von Arbeitsplätzen für eine gerechtere Globalisierung. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Das war das letzte Panel des heutigen Tages beim Deutschen Wirtschaftsforum Digital. Zu Gast als Höhepunkt des Tages war der Entwicklungsminister Gerd Müller. Schönen Dank, dass Sie da waren.